Moin. Was haben diese beiden Herrschaften hier gemeinsam? Es sind beides Wiener. Die einen mit Inhalt, die andere ohne. Das ist Sarah Wiener. Und Sarah Wiener ist die Pflanzenschutzbeauftragte der Europäischen Union. Ja, tatsächlich. Und Sarah Wiener kam jetzt mit einem Vorschlag um die Ecke. Der ist an Dekadenz, Dummheit nicht mehr zu erbieten. Ich weiß nicht, liegt vielleicht auch daran, dass Sarah Wiener mit 11 Jahren auf die Waldorfschule gegangen ist und damit die Bildungskarriere beendet war. Weil diese Frau hat weder ein Studium noch eine Ausbildung noch irgendwas. Dem einen oder anderen bekannt aus, als Fernsehköchin. Und Sarah Wiener bemängelt jetzt, dass die süchtigen, ja, die drogensüchtigen Landwirte können es kaum abwarten, wieder ihre Pflanzenschutzmittel zu spritzen, die Pestizide, wie sie schön sagt. Und das, sie möchte jetzt, dass wir das sofort dramatisch reduzieren, um den Landwirten, den konventionellen Landwirten, Planungssicherheit zu gewährleisten. Also ab wann sie ihre Bude abschließen können und pleite gehen können. Weil was anderes ist es nicht. Diese Frau hat aber auch gar nichts verstanden, was Pflanzenschutz wirklich ist, warum wir das einsetzen, warum wir diese teure Scheiße einsetzen. Und ich habe das schon mal versucht zu erklären, weil nämlich die Hälfte unseres europäischen Weizens mit Pilzgiften belastet ist. Und Frau Wiener, deswegen setzt man die ein, um Pflanzen zu schützen. Sie geht aber so weit, dass sie doch nicht einsieht, dass die Süchtigen ihre Dosis selbst bestimmen. Und sagt hier, die Verweigerung des Umweltausschusses, dem Landwirtschaftsausschuss, das gleichberechtigte Mitspracherecht einzuräumen, begrüßt sie. Man kann nicht einer Sparteninteressengruppe die Gesetzgebung überlassen. Wenn es um unser aller Gesundheit, die Gesundheit von Umwelt, Natur, den Schutz unserer Lebensgrundlage, Erde, Wasser und Luft geht. Ja, Frau Wiener, dann sollten Sie mal zuhören, was die Kollegen vom WWF sagen. Die sagen nämlich, Lebensmittelimporte zerstören den Planeten. Weil auch Sie, egal was Sie essen, Sie werden ja weiter essen. Ja, und dann sagt sie noch weiter, das wäre ja so, als wenn man einem Süchtigen sagen würde, er solle die Dosis selbst bestimmen und reduzieren. Das ist natürlich ein interessanter Vergleich. Vielleicht haben Sie selbst von diesem Zeug viel zu viel konsumiert in Ihrer Lebenszeit. Anders ist es nicht zu erklären und anders ist auch nicht zu erklären, dass den Menschen jetzt vorgehalten wird, die sollen weiter Bio kaufen. Ja, wie Herr Özdemir sagt, man kann auf andere Dinge verzichten, sagen Politiker. Ja, unsere Umweltministerin oder unsere Landwirtschaftsministerin Niedersachsen auch, verzichten Sie lieber auf anderes, aber kaufen Sie Bio-Lebensmittel. Hey, die sind teurer und konventionelle sind nicht schlechter. Das hat man ja hier hinbekommen. Also Frau Wiener ist wirklich so ein heißes Eisen. Die sagt ja sogar, man müsse die Agrarsubventionen abschaffen, bezieht aber selber 317.000 Euro im Jahr. Ne? Und das kann man natürlich dann gut reden, wenn man natürlich auch jede Menge Einnahmequellen anscheinend hat. Aber wir werden die Ersten als Landwirte, die sagen, weg mit dem Dreck. Wenn wir genug dafür bekommen, dass wir überleben können von unseren Produkten, sind wir die Ersten, die es machen. Und das kann in einer Gesellschaft nur passieren, wenn man einfach satt ist und hier die spätrömische Dekadenz einsetzt. Anders ist nicht zu erklären, dass bei meinem ehemaligen Kollegen in Berlin jetzt ein 29-seitiger Leitfaden rauskommt, indem man in Zukunft nämlich nicht mehr Asylbewerber sagen soll oder Dunkelhäutiger oder sogar Herr oder Frau Müller. Man kann sich künftig schnell um Kopf und Kragen reden bei der Berliner Polizei. Und deswegen müssen die 25.000 Mitarbeiter jetzt neue Sprachformen erlernen. Ja, Freunde, sind das unsere Probleme, die wir haben? Wirklich? Es geht hier um unsere blanke Existenz. Es geht um Versorgungssicherheit. Und wir haben da Menschen sitzen, die über Dinge entscheiden, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben, sorgen dafür, dass die Inflation gerade bei Lebensmitteln noch weiter ansteigt und unsere Versorgungssicherheit komplett aufs Spiel setzen. Und der WWF hat vollkommen recht mit dem, was er sagt. Wenn wir es hier nicht machen, so nachhaltig wie es geht, nehmen wir anderen etwas weg. Das versteht normalerweise jeder Grundschüler. Ich weiß nicht, warum unsere Entscheidungsträger das nicht begreifen.